Rito, ganz herzlich willkommen für unser Interview zu «Der Bestatter der Film». Du hast den Film selber noch nicht gesehen. Was erwartest du selber vom Film? Ich erwarte, dass es spannend ist. Aber auch, also wie man es schon ein bisschen von Serien her kennt, dass es einen gewissen Teil von Spannung hat, aber auch der Humor nicht zu kurz kommt. Gerade deine Figur, der Fabio, ist ja eigentlich für den Humor zuständig, also ein bisschen so, wie er ja den Charakter angelegt ist. Wie ist das für dich zum Spielen, so die Mischung zwischen Krankenhumor, so ein bisschen morbid, aber auch so ein bisschen der Humor in den Dialogen? Wie ist das für dich? Also es ist etwas, was sich ziemlich entwickelt hat während der Serie schon, oder wo man dort wie lange Zeit hatte, zum Ausprobieren. Und am Anfang hat man nicht gewusst, ja, ist das too much mit vom Aussehen her und eben mit dem Thema Tod, darf man das überhaupt so zusammen mischen? Und über die 7 Jahre hat man schon eine Form gefunden, wie das recht gut funktioniert. Und das ist jetzt so wie so ein Essenz, glaube ich, auch im Film drin geblieben. Und manchmal ist es schon ein recht schmaler Grad, wo man ein bisschen muss rausgespüren, wie viel das man darf und wie viel es dann doch eben too much ist. Also es ist immer recht schmal, aber ich finde, das macht es so interessant, dass es halt, dass man immer so ein bisschen auf einem Grad oben wandelt. Wenn du dich zurückerinnerst an die Fernsehproduktion, an die Serie Bestatter, haben die dann immer noch Abschluss von einer Staffel wieder so ein Feedback gezogen oder Resümee gezogen und uns dann weiterentwickelt? Ist das, was du meinst? Ja, das hat es schon. Also klar hat man gehört, was es für Rückmeldungen gibt. Mhm. Und dann hat man schon gesehen, was es gut funktioniert und von welchem vielleicht eher weniger. Und dann hat man schon aufgrund von dem dann die neuen Bücher geschrieben. Es war meistens so, dass eine abgeschlossen ist, eine Staffel. Und dann hat man angefangen mit den Büchern für die neuen. Und dann hat man schon dort Stellschrauben drehen, um neue Sachen oder eben Sachen zu verstärken oder zurückzunehmen. Mhm. Kannst du dich zufällig an etwas erinnern, wo an Feedback gekommen ist? Oder ist das überhaupt bis zu dir gekommen? Also was man schon, am Anfang ist Kleidung schon recht dunkel und schon recht in dieser Gothic-Ecke. Also jetzt von deiner Figur? Genau, von meiner Figur. Ja. Und dann hat man es wie so ein bisschen weggenommen davon und hat dann, sag ich mal, normaler gemacht. Und dann hat man gemerkt, dass die Leute das schätzen, dass die Figur wie ihren eigenen Stil hat. Und dann ist man wieder mehr richtig Gothic gegangen und hat das wieder mehr unterstützt. Und das ist dann auch, also sind dann schlussendlich Nuancen, aber auch in der Schminke hat man dann wieder ein bisschen mehr Weiss und wieder ein bisschen mehr Schwarz. Und so hat man dann immer wieder daran herumgeschraubt, sage ich jetzt mal. Also ich finde es auch, es ist ein echter Hingucker. Es ist der Exot in der Crew, visuell und ein Eyecatcher. Also ohne die Figur wäre es eine komplett andere Serie oder ein komplett anderer Film, finde ich. Ja, was ich spannend daran finde, ist, dass halt die Figur auf den ersten Blick wirkt wie ein Fremdkörper in dem Ganzen drin. Aber der Fabio beschäftigt sich auch sehr viel mit dem Tod und hat ja, das war schon mal in der Serie, dass er einen Bruder hatte, der relativ früh verstorben hat und das mit der Familie auch schwierig war. Durch das befasst er sich schon sehr mit dem Thema und ist dann sehr nahe bei den Hinterbliebenen. Und von dem her passt sie dann schon wieder. Aber zuerst mal optisch ist es wie ein Fremdkörper drin. Ja. Okay. Wie ist es für dich persönlich, über den Tod zu reden, ein Leich vor sich zu haben, auch wenn es natürlich kein echte ist? Was löst das bei dir aus? Also ich finde, jeder hat ja so ein bisschen seinen Rucksack, den er mitbringt aus seinem Leben. Und je nachdem, wo man im Leben steht oder was für Erlebnisse man selber schon hatte, kann ja das unterschiedlich wirken. Wie ist das bei dir? Also bevor das Serie angefangen hat, hatte ich gar nie groß Kontakt mit dem Thema Tod gehabt. Also mein Grossvater ist gestorben und meine Eltern haben dann gefunden, behalten so Erinnerung, wie er war. Wir gehen jetzt nicht auf den Bart schauen. Also von dem habe ich gar nicht groß Kontakt gehabt. Erst, wo dann das Drehbuch kam, habe ich mich mit dem Thema befassen. Und mir dann überhaupt geschaut, was ein Bestatter überhaupt genau macht und wie das alles funktioniert. Und klar setzt man sich dann anders mit dem Thema um. Man hat die Kataloge, das sind echte Kataloge, da sind Urnen drin, man hat Pathologie, wir haben im Spital geteilt, wo wirklich eine Pathologie ist. Also ab und zu jetzt dort auch
das heisst aber Anlieferung, dann weiss man wirklich, unter dem Tuch ist jetzt wirklich ein Tote oder ein Tote. Und dann redet man im Team natürlich darüber und verteuft sich unweigerlich. Oder, hat dann noch, oder ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, wie ich es selber möchte, wenn ich mal verstirbe, wo vorher auch. Ja, dann ist es einfach fertig. Und irgendwann kommt man schon das näher das Thema her und redet dann darüber. Mhm. Okay. Jetzt hat es aus der Serie ist ein Film geworden. Was ist beim Film anders als bei der Serie? Was macht man da anders? Wir haben zuerst mal ein bisschen mehr Zeit. Also, vorher haben wir wie eine Stunde lang eine Folge jeweils gedauert und jetzt haben wir eineinhalb Stunden Zeit. Also man kann anders erzählen. Und was jetzt sicher auch anders ist, dass wir nicht in Aarau gedreht haben oder rund um Aarau, sondern jetzt haben wir in Engadin gedreht. Das ist auch logistisch mal etwas anderes. Normalerweise sind wir morgen hier losgefahren in Zürich und sind dann drehen. Und das ist natürlich in Engadin nicht möglich, sondern wir sind alle immer in diesem Hotel übernachtet. Oder einen grossen Teil haben wir in diesem Hotel. Also es ist noch familiärer als vorher, sagen wir mal, wo wirklich alle dort einfach in diesem Hotel gewohnt haben. Es war so ein bisschen Ferienlagerstimmung. Und das hat natürlich auf das Team auch nochmal einen Einfluss. Also wir sind vorher schon das Gefühl, sehr nöch gsi. Halt durch die sieben Jahre ist man wirklich zusammengewachsen und jetzt nochmal näher. Das hat ein bisschen einen anderen, eben auf das Ganze auf das Hotel konzentriert ist, wie nochmal andere Geschichten ermöglicht. Habt ihr dann in dem Hotel, wo ihr gedreht habt, wo man auch im Film sieht, habt ihr auch übernachtet? Wir haben in dem Hotel. Also ein grosser Teil, es hat ein, zwei Wochen gegeben, wo es noch unter Betrieb war, wo dort wirklich noch Hotelgäste waren. Und dann sind wir in einem anderen Hotel einquartiert. Aber einen grossen Teil haben wir wirklich auch in diesem Hotel übernachtet und gegessen. Und es ist recht abgelegen. Ja. Vor allem, also wir fahren schon etwa 20 Minuten, eine halbe Stunde bis zum nächsten Bahnhof. Ja, ja. Man sieht es ja auch in den Panoramashots, genau. Die Kamerafahrten, wie das dort am Hang im Wald platziert ist. Ja, das sind wirklich dann ganz kurze Arbeitswege gewesen. Von oben runter und wieder rauf. Genau, ins Zimmer und wieder zurück. Genau. Und das ist auch, wenn es mal eine Drehpause hatte, ist man einfach kurz ins Zimmer gegangen und ist dann wieder runter. Mhm. Also das sind sehr kurze Wege gewesen. Gut. Was erhoffst du dir, soll das Publikum aus dem Film mitnehmen? Oder was für ein Erlebnis soll das Publikum haben? Es ist ein Wiedersehen mit der Bestatterfamilie. Das war schon etwas Schönes für mich am Drehen, dass es das Wiedersehen hat. Also man merkt, dass eine gewisse Zeit vergangen ist, was im richtigen Leben ja auch ist. Und es ist im Film auch so, dass die Zeit zwischen der Serie und dem Film vergangen ist. Und es ist ein Wiedersehen und ein schöner Abschluss von diesen sieben Jahren, wo jetzt einen Abschluss findet in diesem Film. Und wer weiß, wenn er gut läuft, der Bestatter der Film 2. Von dem weiss ich noch nichts, aber vom Film habe ich zuerst schon nichts gewusst. Ja. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank.